leben vom Müll. Rosalia und George suchen nach allem, was sie zu Geld machen können. Solange mir Gott Kraft gibt, werde ich arbeiten, zusammen mit dem Alten. Die Menschen rufen uns hinterher, du Müllmann. Sogar die Kinder rufen uns nach, du Penner, du. Ich schäme mich für ihn, wenn sie mich so nennen. In Rumänien leben tausende Menschen von dem, was auf wilden oder veralteten Deponien landet. Dabei dürfte es die laut EU-Richtlinie gar nicht mehr geben. Mittag, 30 Grad. Es ist schon die dritte wilde Müllkippe, an der Rosalia und George heute Halt machen. Sie sammeln alles, was verwertbar ist, aus dem Müll, den andere hier illegal abladen. Jeder Zentimeter wird umgegraben und durchsucht. Ein Knochenjob für die beiden fast 70-Jährigen. Kupfer. Das ist gut. Das wird gekauft. Ein Kilo bringt 14 Lei. Also nicht mal einen. Ein Lei sind gut 20 Cent. Die beiden suchen nach jedem Gramm Metall, um es später zu verkaufen. So bestreitet das Paar seinen Lebensunterhalt. Ohne staatliche Unterstützung. Seit über 20 Jahren. Früher haben wir auch Plastik gesammelt. Aber davon müssten wir so viel sammeln, bis es sich lohnt. So viel passt gar nicht in unsere Pferdekarre. Es ist besser mit Metall. Manchmal finden wir nur 3-4 Kilogramm Eisen am Tag, manchmal auch gar nichts. Wir können nichts anderes tun, als immer zu graben und zu suchen. Sonst gibt es kein Essen. Bis vor kurzem konnten sie noch auf der großen offiziellen Mülldeponie des Bezirks Mureș suchen. Die wurde geschlossen, weil sie den EU-Standards nicht entsprach. Auf die neue, EU-konforme Halde dürfen sie nicht. Die ist auch zu weit weg. Und schauen Sie, der Müll landet doch sowieso hier. Zumindest stinkt es hier nicht so schlimm wie auf dem großen Müllberg. Wir würden verhungern, wenn die Leute nicht so einen Dreck machen würden. Wir sind froh, dass sie einfach alles wegwerfen. Viele Rumänen wollen die Müllgebühr sparen und entsorgen ihre Abfälle in der Natur. Diese Matratze ist für George ein wertvoller Fund, weil sich Stahlfedern darin verbergen. Dort hinten haben wir noch etwas versteckt. Kommt, ich zeige es euch. Du, wo ist es? Dort ist es. Ja, hier. Hier habe ich es vorgestern hingeschleppt, damit es andere nicht finden. Wegen diesem Stück Eisen. Aber was ist das wert? Das sind vielleicht 5 Kilo Eisen. Wie viel kann man damit schon verdienen? Du musst 100 Kilo davon sammeln, damit es sich lohnt. Wir müssen das Sesselpolster verbrennen. So wollen wir es nicht wegfahren. Es nimmt zu viel Platz in der Karre weg. Hey, Wachmann, warte mal. Diese Wiese gehört zu einem Industriegelände. Der Wachmann macht hier täglich seine Runde. Er ist derjenige, der uns erlaubt, hier zu sammeln. Wo könnte ich die Matratzen und den Sessel anzünden? Du bekommst nächstes Mal ein Bier von mir. Soll ich sie anzünden? Ich kann sie auch anzünden. Morgen vielleicht. Erlaubst du es mir? Ich ziehe sie dort weiter nach hinten. Ich mach's für euch. Ich danke dir, guter Mann.
Wildes Verbrennen ist verboten. Deshalb soll es nachts geschehen. Was das Feuer an Metall übrig lässt, wollen Rosalia und George am nächsten Tag abholen. Das Ehepaar macht sich auf den Heimweg. 10 Kilometer mit dem Pferdekarren. Unterwegs kommen sie noch an weiteren Müllkippen vorbei. Sie hören erst auf zu suchen, wenn es dunkel wird. Kilometer von Rosalias und Georges Müllkippen entfernt, im Nachbarbezirk Cluj, befindet sich die größte legale Deponie im Umkreis. Paterit. Hunderte Menschen, mehrheitlich Roma, aber nicht nur, arbeiten hier als Tagelöhner für die Stadt Cluj, deren gesamter Hausmüll hier ungetrennt landet. Erst auf der Halde werden PET-Flaschen und Metall heraussortiert. Die Deponie entspricht keinerlei EU-Standards, sollte 2015 schon geschlossen werden. Sie verseucht umliegende Gewässer und den Boden. Es kommt regelmäßig zu Bränden. Der parteilose Parlamentsabgeordnete Adrian Dohutaru beobachtet seit Jahren die Missstände in Paterit. Er hat selbst einmal 3 Tage hier Müll gesammelt, um zu wissen, wovon er spricht. Für ihn ist es verantwortungslos, Menschen hier arbeiten zu lassen. Was hier stattfindet, ist Umweltrassismus. Diese Menschen wurden aufgrund von Vorurteilen hierhin abgeschoben. Sie sollen beim Abfall leben, weil sie auch nur Abfall sind. Das ist diskriminierend. Dabei hätten sie bessere Bedingungen verdient. Denn eigentlich sind sie die Ökologen unserer Stadt. Sie leisten aus der Not heraus die Arbeit für unsere Umwelt. In 4 Siedlungen direkt am Müllberg leben 1500 Menschen. Manche seit Generationen. Paterit entstand in den 1970er Jahren und galt schon immer als Schandfleck Rumäniens. Die Medien haben oft darüber berichtet. Verbessert hat sich nichts. Inzwischen sind Kameras und Presse eigentlich unerwünscht. Dohutaru sucht Kontakt zu den Menschen, will helfen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Hier in Dallas, wie die Bewohner ironisch ihre Siedlung nennen, gibt es nicht einmal eine grundlegende Infrastruktur. Ich werde einen Antrag stellen, damit sie Kanalisation, fließend Wasser und Strom bekommen. Und ich hoffe, dass die Behörden reagieren werden. Sie wissen, wie das ist. Wenn die Politiker unsere Stimmen brauchen, dann sind sie hier, der Bürgermeister und so weiter. Sie versprechen alles und dann geschieht nichts. Was verdienen Sie auf der Müllhalde? Wir verdienen so 150 Lei am Tag. 150 Lei? Ja, wir beide zusammen. Also zu zweit 150. Und wie viele Arbeitsstunden? Bis 16 Uhr. Ab 5 Uhr morgens. Von 5 bis 16 Uhr. Und ihr werdet für die Menge bezahlt, die ihr gesammelt habt? Ja, nur dafür. Maximal 16 Euro Tageslohn durch die Stadt Cluj, ohne Sozial- und Krankenversicherung. Das ist der Alltag der Menschen in Paterit. Von einem anderen Bewohner erfährt Dohutaru eine beunruhigende Neuigkeit. Zurzeit lassen sie uns immer seltener arbeiten. Einen Tag ja, 10 Tage nicht. Aber ich brauche doch was zum Essen. Immer häufiger kommen Politiker, die die Schließung der Halde beschleunigen wollen. Zuletzt der Umweltminister. Jedes Mal wird dann den Müllsammlern verboten zu arbeiten. Wenn der Besuch weg ist, werden sie wieder auf die Halde gelassen. Die Menschen hier haben große Angst, dass die Halde geschlossen wird und sie ihre Lebensgrundlage verlieren. Es ist alles, was sie haben. Obwohl das, was sie tun, körperlich sehr schwer ist und sie vergiftet. Nur 1 Kilometer Luftlinie entfernt wird an der neuen EU-konformen Deponie gebaut. Seit 10 Jahren. Sie sollte schon mehrmals eröffnet und Paterit geschlossen werden.
Auf der modernen Halde werden Müllsammler nicht mehr gebraucht. Im Nachbarbezirk leben George und Rosalia in einer verlassenen Herrenhausruine aus der Vorkriegszeit, im Dorf Moreszcz. Ohne Strom, fließend Wasser, Heizung und Kanalisation. Früher habe ich auf Hochzeiten Geige gespielt, auch hier im Dorf. So haben wir uns getroffen. Seitdem sind wir zusammen. Wenn ich spiele, vergesse ich meinen Kummer. Und er vergisst seinen Hunger. Ich spiele seit meiner Kindheit. Mit der Geige haben wir früher gutes Geld verdient. Man konnte 2-3 Monate davon leben. Nicht so wie jetzt. Das Essen ist so teuer geworden. Man muss gut überlegen, was man kauft, damit auch unser Enkel satt wird. Er geht in die 10. Klasse. Heute ist er in der Stadt, um eine Nachprüfung zu machen, damit er nicht sitzen bleibt. Der Enkel wächst bei den Großeltern auf. Inzwischen ist er 17. Trotz ihrer Armut haben sie ihm immer mehr Sicherheit geben können als seine eigenen Eltern. Das ist Zigeunerarbeit. Nur für Zigeuner. Alltag auf dem Weg zu den Müllkippen. Doch Rosalia kümmert das nicht. Sie hat andere Sorgen. Hoffentlich sind wir nicht zu spät und finden noch was. Es kommen noch andere mit ihren Karren und sie könnten es vor uns finden. Nach 1,5 Stunden endlich eine Fundstelle. Schau, dort ist was. Geh und nimm es mit. Ach lass, ich mache es selbst. Der alte Fernseher, ein kleiner Schatz. George findet ein Kupferkabel. Ganz in der Nähe ein Chemiewerk. Hierher kommen sie gerne. Im Umfeld von Fabriken gibt es oft Bauschutt. Eine gute Chance, etwas Betonstahl zu finden. Ich glaube, es ist nützlich, was wir machen. Dieses Alteisen wird wiederverarbeitet. Ohne uns würden diese Rohstoffe verloren gehen. Solange mir Gott Kraft gibt, werde ich arbeiten, zusammen mit dem Alten. Manchmal tut mir mein Bein weh. Dieses Bein tut mir seit 2 Jahren weh. Mein Magen tut mir auch weh. Ich habe ein Magengeschwür. Aber ich habe ein paar Medikamente. Das hier ist für meinen Magen, zur Linderung. Mich schmerzt, dass die Menschen uns hinterherrufen, du Müllmann. Sogar die Kinder rufen uns nach. Du Penner, du. Ich schäme mich vor denen, die mich so nennen. Sie sagen, geh weg, du stinkst. Sie sagen, dass wir stinken. Ja, vielleicht stinken wir ja auch. Wir arbeiten doch im Müll. Es gibt noch Ärmere als uns. Wir haben immerhin ein Pferd und eine Karre. Andere müssen den Müll auf ihrem Rücken tragen. Solange Gott mein Pferd leben lässt, kann ich Geld verdienen. Danach weiß ich nicht weiter. Wenn es stirbt, dann stirbt es. Meine Mutter ist ja auch gestorben. Was können wir schon tun? Die nächste Station befindet sich unweit vom Dorf Sinjoana. Rosalia und George treffen einen alten Bekannten, Cornel, den Schäfer. Auch er ist ständig unterwegs und kennt sich in der Gegend aus, hat immer wieder Tipps für sie. Diesmal empfiehlt er einen neuen Alteisenhändler im Nachbardorf. Der ist an der Ecke neben der Kirche. Ist er Zigeuner oder Rumäne? Na, du kennst ihn doch. Es ist Soli. Das erste Haus dort. Und dann soll ich ab jetzt für 50 Bahn verkaufen, statt für 60? Das ist ja ein toller Ratschlag von dir. Du Teufel! Ich erzähl's dir doch nur. Na dann, gute Nacht. Der verkauft das dann für 1 Lei pro Kilo weiter. Das ist ein Dieb.
Das ist ein Gauner, mein Junge. Wilder, illegal abgeladener Müll. Immer mehr lebten von ihm, sagen Rosalia und George. Ein gesundes Leben ist das nicht. Sie schmeißen alles Mögliche hier hin, verschiedene Sprays. Dann musst du den ganzen Tag niesen. Du hast keinen Bock mehr, kannst nicht mehr arbeiten, weil dir alles wehtut und es dich überall juckt. Manchmal explodieren die Sprays in der Sonne. Da flog auch schon mal was in mein Auge. Manchmal findest du einen Sack mit einem toten Hund. Dann hast du auch keine Lust mehr. Dir wird übel, du kotzt und gehst nach Hause. Heute bleiben die beiden. Bitte, gnädige Frau, eine Blume. Ich überreiche Ihnen eine Blume. Toll. 5 Müllkippen haben sie jetzt hinter sich. Ihre letzte Station, die Halde, an der sie am Vortag den Wachmann getroffen haben. Hat er sein Versprechen gehalten? Tatsächlich. Die Matratzen wurden bis auf ihre Federn abgebrannt. Aber den Sessel hat er nicht geschafft. Den müssen George und Rosalia nun doch komplett mit Polster abtransportieren. Sie treffen zufällig auf Viorel, ihren Neffen. Na, du Keule. Ist dein Bruder immer noch im Jugendknast? Ja, er ist noch dort. Er hat gestohlen, Geld gestohlen. Er hat Geld gestohlen und versucht, unsere Mutter nachts mit dem Messer zu erstechen. Gott bewahre, du sollst nicht machen, was dein Bruder gemacht hat. Auch wenn du nur eine Zwiebel zum Essen hast, es ist besser, frei zu sein, als so abgeführt zu werden, mit einem Arschtritt dazu. Wenn ich ein Huhn stehle, werde ich sofort eingesperrt. Andere, die Millionen stehlen, nicht. Die halten zusammen. Zurück in Patarit. Dass die Müllhalde nicht längst geschlossen ist, für Sándor Körösfoly unhaltbar. Er ist Experte für Müllmanagement und Umweltaktivist. Die Menschen hier essen von der Müllhalde, sie kleiden sich von der Müllhalde, die Hütten sind aus Materialien der Müllhalde. Die Menschen haben hier häufig Parasiten. Es gibt auch sehr viele Ratten, die verschiedene Krankheiten übertragen. Die meisten Kinder hier, eigentlich alle, die wir hier sehen, haben Läuse, haben Krätze. Es gibt viele Fälle von Windpocken. Und viele Hautkrankheiten. All das könnte der Vergangenheit angehören, wenn die neue EU-konforme Halde wie geplant 2015 in Betrieb gegangen wäre. Die Baukosten belaufen sich schon jetzt auf 101 Millionen Euro. Doch Misswirtschaft und Dilettantismus verzögern das Projekt seit Jahren. Die Beamten der Landkreisverwaltung, die an diesem Projekt beteiligt waren, und die Verantwortlichen der Baufirma wurden wegen Korruption verurteilt. Das ganze Projekt musste neu ausgeschrieben werden, was alles immens verzögert hat. Aber es gibt noch ein Problem. Man hat ignoriert, dass der Boden hier instabil ist und es Erdrutsche gibt. Dabei sind Erdrutsche schon lange ein Problem. Die Giftstoffe des Mülls von Cluj landen dort, wo sie nicht hingehören. Der abgerutschte Müll hat den angrenzenden Bach Sapodia aufgestaut und für die Entstehung von kleinen Teichen gesorgt. Voll mit Sickerwasser der Müllhalde. Lösungsmittel, Reste von verschiedenen Farben, diverse Giftstoffe gegen Ratten und Mäuse, Waschmittel, Kunstdünger. All diese Stoffe vermischen sich im Sickerwasser und reagieren chemisch miteinander. So entstehen neue chemische Stoffe, die wir nicht einmal kennen. Mit schwerwiegenden Folgen. Das Sickerwasser im Bach Sapodia fließt 2 Kilometer entfernt in den Fluss Somisch.
Wir wissen, der Somesch mündet in die Theiß, dann in die Donau, danach ins Donaudelta und von dort ins Schwarze Meer. Hatareth hat also durchaus eine globale Auswirkung. Der Sessel ist endlich zu Hause angekommen. Die Polstermasse muss jetzt abgebrannt werden, damit nur noch das Eisen übrig bleibt. Anders können George und Rosalia es nicht verkaufen. Doch das Polster ist feucht. Ein Stück Gummimatte soll helfen, das Feuer stärker zu machen. Wirf es nicht so drauf. Warum nicht? Weil du es nicht richtig machst. Ah, du hättest das so längst drauflegen sollen. Halt doch die Klappe. Das wird jetzt so brennen. Gleich wird es große Flammen geben. Ganz geheuer ist es ihnen nicht. Die Polizei könnte Ärger machen. Aber die Zeit drängt. Sie brauchen Geld. Die Kasse ist leer. Woanders würden wir es uns nicht trauen. Wenn uns hier jemand fragt, können wir zumindest sagen, dass wir nur ein bisschen Müll verbrennen, damit unser Hof sauber ist. Da können wir uns damit rausreden, dass zufällig auch dieser Sessel dabei war. Das hier ist noch gar nichts. Wir haben auch schon große Gummireifen verbrannt. Gestorben sind wir trotzdem nicht. Inventur. George und Rosalia bereiten das Gesammelte zum Verkauf vor. Das wertvolle Kupfer wird fein säuberlich getrennt eingepackt. Mehr als 200 Gramm haben wir nicht. Also wenn das weniger als 100 Gramm sind, schneide ich mir die Kehle durch. Fertig. Ich habe es geschafft. Das ist es, was vom Sessel übrig bleibt. Das schwerste Eisenteil der gesamten Ausbeute. Pferdekarren sind auf Landstraßen verboten. Deshalb können George und Rosalia immer nur zur Alteisenhändlerin um die Ecke fahren. Und sie sind abhängig von ihren Preisen. Insgesamt sind es knapp 40 Kilogramm Eisen. Pro Kilo gibt es umgerechnet 13 Cent. Und das Kupfer bringt unerwartet 350 Gramm auf die Waage. Für alles zusammen stellt Frau Turku eine Quittung über knapp 7 Euro aus. Das Ergebnis von 2 Tagen harter Arbeit. 32 Lei. 1, 2, 3. 32 Lei. Was kann man mit so wenig Geld machen? Was würden Sie an meiner Stelle von diesem Geld kaufen? Würde dieses Geld in einem Restaurant ausreichen? Für eine Suppe, für einen Hauptgang? Ich werde ein paar Kartoffeln kaufen, ein Brot und 5 kleine Tüten mit Instant-Kaffee. Und dann ist das Geld alle. Das Schicksal der Müllsammler in Rumänien interessiert es kaum jemanden. Hier in Hatareth gibt es zumindest ein Projekt, gefördert von der Stadt Cluj, das bessere Arbeitsbedingungen bei der Mülltrennung schaffen will. Die Leute hier sind festangestellt bei einem österreichischen Unternehmen. Doch neben Elena Greta sind es nur noch 9 weitere Müllsammler, die hier arbeiten dürfen. Ich bin hier sozialversichert. Wenn ich krank werde, kann ich ins Krankenhaus. Die meisten anderen aus unserer Gemeinschaft können das nicht, weil sie keinen festen Arbeitsplatz haben. Die müssen weiter in der Halde wühlen. Ob das Projekt verlängert wird, ist unklar.
Ehrlich gesagt, ich denke, hier müsste eine Bombe draufgeworfen werden. Wie in Hiroshima, damit das hier ein Ende hat, wenn ich das so sagen darf. Hier in Pataritz stinkt es grausam. Wir können nicht im Freien sein, nicht länger als 2 Stunden. Fest angestellt sind auch die Müllmänner der Firma aus Österreich. Täglich sind sie damit konfrontiert, dass Mülltrennung in Rumänien kaum funktioniert. Das gehört nicht hierhin, aber wir müssen es trotzdem abtransportieren. Mircea Lingura arbeitet seit 20 Jahren als Müllmann in Cluj. Noch heute landet der Meister Hausmüll auf Deponien wie in Pataritz. Rumänien drohen aus Brüssel Strafen in Millionenhöhe, weil sie immer noch in Betrieb sind. Die wenigen, die geschlossen wurden, führen zu neuen Problemen. Diese Leute hier sind aus Bistrița, aus Târgu Mureș. Sie sind von dort gekommen, wo die Müllhalden geschlossen wurden. Natürlich haben sie ein schweres Leben. Sie haben überhaupt keine Unterstützung vom Staat. Mir geht es ein wenig besser als denen hier, aber nicht viel besser. Die Gehälter in Rumänien sind niedrig, besonders wenn du Kinder hast und eine Familie ernähren musst. 400 Tonnen Müll landen täglich in Pataritz. Nach 17 Uhr ist die Deponie für die Tagelöhner geschlossen. Dann beginnt auf der Halde eine andere Zeit. Stillschweigend werden Kinder und Haustiere auf die Deponie gelassen. Für sie bleiben die Reste des Tages. Rosalia und George bereiten das Abendessen vor. Kartoffeln. Mehr können sie sich vom Müllsammeln nicht leisten. In der Ruine zu wohnen kostet sie nichts, hat aber doch seinen Preis. Wir haben kein elektrisches Licht hier. Ich wünsche mir so sehr eine Bleibe mit elektrischem Licht. Mir tut mein Enkel leid. Ich ziehe ihn seit seinem 3. Lebensmonat auf. Er kommt von der Schule, er nimmt seine Bücher und dann geht er immer weg von hier, in die Nachbarschaft. Damit er seine Hausaufgaben machen kann, damit er schreiben und lesen kann. Ich kann ihm nur eine Kerze anbieten. Doch heute Abend ist er da, ihr Enkel. Florins großer Traum, Automechaniker zu werden. Ob seine Großeltern ihn dabei noch unterstützen können, das wissen sie nicht. Früher konnten wir auf der offiziellen Müllhalde arbeiten. Dort war ich voller Kraft. Ich habe dort richtig gearbeitet und viel gefunden. Er schämt sich manchmal. Ich schäme mich nicht. Vor einem Jahr wurde dort leider alles mit Erde bedeckt. Die Müllhalde gibt es nicht mehr. Die Müllsammler auf der einen, die Umwelt auf der anderen Seite. Für Rumäniens Notstand in der Abfallwirtschaft ist keine Lösung in Sicht. Wer soll uns helfen? Nur Gott, wenn überhaupt. Nein, es ändert sich nichts, weil die Menschen böse sind. Sie sind Feinde.